Hallo und herzlich willkommen zu unserem Kanal. Ich bin der Christian und wir machen weiter mit Tekken 3. Und beim letzten Mal hatten wir Eddie dieses Mal als Warner dran, ne? Vom Warner. Ja, ich hatte eine Pause drinne, was Aufnahme anging. Ich hatte noch einiges vorproduziert. Jetzt wird's aber wieder Zeit. Hab jetzt eben gerade noch mal ein bisschen FIFA aufgenommen, auf der PlayStation 4 natürlich. Und das könnte mir jetzt natürlich auch ein bisschen zum Verhängnis werden, weil PlayStation 1 natürlich ein bisschen hakeliger. Aber mal schauen. Vielleicht kommen wir ja ganz gut mit durch. Das sieht, wie so oft am Anfang, einigermaßen gut aus. Jin direkt als zweiten Gegner, das überrascht dann doch ein bisschen. Oh, da hat er das Ganze natürlich, oh verdammt, ein bisschen geblockt. Zack, der war schön. Machen wir nochmal den hier und dann ist auch schon vorbei. Schöne Sache. Ja, ich bin jetzt natürlich, auch wenn es FIFA war, bin ich jetzt ein bisschen warm gespielt, aber ihr wisst Bescheid, das kippt alles ganz schnell und ganz locker wieder. Bam. Na, verdammt. Der geht schon los. Zack, doch. Schönes Ding. Aber es war ja meistens sowieso Gegner Nummer 4. Ne? Wenn man so ein bisschen im Flow war und so, dann war es meistens so Gegner Nummer 4, Nummer 6, Nummer 7, irgendwo in die Richtung, die einem dann das Ganze so ein bisschen erschwert haben. Oh nein. Das war alles Käse. Bam, der war schön. Nein, verdammt. Ah, verdammt. Er ist ja sowieso ganz gerne einer von denen, die hier nochmal eben locker eher so in dem unteren Bereich unterwegs waren. Nein, das gibt's nicht. Ich sag ja, also das, da haben wir Glück gehabt. So, bei ihm hast du gemerkt, er ist einer, der sich immer ganz gerne duckt. Der dann immer gerade in dem Moment, wo du zutrittst, sich da wirklich rauszieht, indem er einfach runtergeht. Man versucht dann, nochmal die gleiche Scheiße. Also das ist wirklich ärgerlich, dass man hier tatsächlich nochmal genau den gleichen Mist hat. Also man muss ja wirklich immer so, das ist halt auch nervig, wenn du dann einfach, blöde Konstellation auch gewesen. Oh, das gibt sich, dreht doch direkt zu. Nein, verdammt, oh, Glück gehabt. Da haben wir Glück gehabt. Also er sollte mehrfach zutreten bzw. nach unten treten, was irgendwie nicht passiert ist. Da muss man vielleicht nochmal die Ausrede mit reinwerfen. Ich habe hier eben einen Controllerwechsel gemacht. Mein anderer Controller, ich weiß nicht, das hatte ich schon mal irgendwie bei, weiß nicht, ob es bei Wrestling war oder auch bei Tekken, dass das Problem mit dem Controller eben ganz klar war, dass er irgendwas gedrückt hat, während ich gar nichts gedrückt habe. Ja, das ist ärgerlich. Schön. Schönes Ding. Also man merkt schon deutlich seit 2-3 Gegnern, dass das hier alles bäh wird. Also da sind wir durch die ersten 3-4 Gegner noch ganz gut durchgekommen. Jetzt sind sie schneller, sie sind deutlich besser im Blocken, ducken sich hier die ganze Zeit nur weg. Aber wie gesagt, irgendwie scheint das auch ein bisschen am Controller so ein bisschen hakelig dadurch zu wirken. Ja, verdammt. Ja. Also da hätte man durchaus diesen Block auch mit drinne haben können. Nee. Kann's vergessen. Kann gerade gar nichts machen. Ja, der war gut, der war angenehm. Ah, verdammt, doch. Boah. Ja, da muss man sich hier, also das wirkt hier aktuell gerade wie so ein Arbeitssieg. Also ich merke richtig, wie die mich einfach hätten schon ein paar Mal schlagen können. Weil sie immer, ey, du bist wirklich nur damit befasst oder beschäftigt, hier irgendwo nach unten zu drücken, damit du irgendwie irgendwelche Attacken setzen kannst. Die sind nur am Duken. Das ist ja das große Problem, dadurch ist es natürlich, ja, sowas ist dann auch ärgerlich. Wenn du nach unten schlägst, beziehungsweise trittst und sie auch unten ist, du trotzdem nicht, weil du über sie rüber oder nicht ankommst oder bla. Du merkst halt einfach richtig, wie man nur dabei ist, taktisch zu agieren, weil sie dann nur auf dem Boden umher... Also wenn es danach geht, brauche ich hier nur nach unten treten und nach unten schlagen. Also das wirkt hier auch so ein bisschen wie... Wenn man Gorn hat oder so, weißt du, als Gegner, dass du dann immer nur nach unten trittst und unten schlägst, so, dann musst du das hier auch so machen. Und dann machen wir das dann auch so, ne? Können wir doch gerne so machen, dann ist es eben alles ein bisschen optisch langweilig. Und das wollte ich ja eigentlich immer verhindern. Deshalb habe ich ja auch gesagt, bei so Sachen wie SmackDown vs. Raw oder so, dass ich da die Konter rausnehme.
weil es einfach langweilig ist, wenn du die ganze Zeit nur hin und her konntest. So, und das versuche ich natürlich hier auch alles so ein bisschen. Wenn er denn schneller ist, ist auch scheiße. Jo, ouch. Also, man merkt's halt, dass dann nur noch geblockt wird hinten raus und so. Das ist halt nervig, weil du dann keine richtig geilen Moves zeigen kannst und so. Vielleicht sollte ich mal vom Schwierigkeitsgrad her wirklich komplett nach unten gehen. Und dann machen wir einfach auch mehrere Kämpfe. 3 Kämpfe gegen einen Gegner oder so. Also hier merkt man schon, das wird alles ein bisschen doof gegen ihn hier als Gegner. Ja, dann wird hier wieder rumgeblockt bis zum geht nicht mehr. Dann kommt er wieder mit einem so einem Power-Move. Die Power-Moves sind halt immer so doof, weil die so viel abziehen und so. Bam, schön aus der Luft getreten. Leider zieht so gut wie gar nichts ab. Dann wird hier wieder alles weggeblockt. Der war ganz gut. Ganz vergessen. Er ist dann halt immer schneller, obwohl er auch den Tritt macht und so. Ja, hier sowas zum Beispiel. Da sind wir einfach durch ihn durchgetreten. Das hat ihn gar nicht interessiert. Das gibt's nicht. Ey, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Habt ihr das gesehen, wie wir diesen Tritt gemacht haben und es einfach immer noch nicht gereicht hat? Ey, da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Die ziehen einfach mehr ab bei den Schlägen und Tritten als wir. Aber es ist wirklich tricky, wie wir uns hier durchbeißen müssen, ja, und dann, weißt du, wir waren schon in der Luft und treten und er muss auch noch eine Drehung machen und dann treten, damit das alles einigermaßen hinhaut für ihn und er ist natürlich schneller. Wie viel zieht das bitte ab? So, das ist immer so nervig. Wenn man eigentlich einen schönen Kampf haben will, aber dann das alles irgendwie, guck mal, er blockt hier wieder alles schön weg. Auch wieder schön weggeblockt. Ich kann nichts machen, obwohl ich weiß, ich drücke ja auch treten. Das ist ja der Witz. Ich trete ja auch. Und meine Tritte ziehen dann so gut wie nichts ab, beziehungsweise sind dann immer langsamer, er ist dann immer schneller. Was ist. Ich habe auch geschlagen. Ja, guck dich das doch an, was soll denn der Scheiße? Da brauchen wir gar nichts mehr machen. Aber das hat man schon direkt nach Gegner Nummer 3 oder so war das gemerkt. Das guckt dir die Scheiße an. So, ich brauche eigentlich gar nichts machen. Bin sowieso instant tot. Das ist. Ja, ist doch mal gut. So, ich mache jetzt hier gerade gar nichts mehr. Einfach nur, um mal zu gucken. Ja. Du merkst das schon in der Runde drinne, dass das Quatsch ist. Also, dass du da gar nichts versuchen brauchst. So, natürlich kommt dann hier der Block und dann macht er einen. Weißt du, er muss ein Rad schlagen. Meiner muss nur einmal geradeaus treten. Und er ist trotzdem schneller. Ja, geh doch. Nee, vergessen. Ja, dann kommt so ein Spielscheiß hier. Ja, ich kann nichts machen. Ja, geh doch, hier, geh nach Hause. Also es kommt bei den Dingen einfach nur drauf an, ob du irgendwie hinkriegst, so ein bisschen schneller zu sein als er. Was du ja in den meisten Fällen eigentlich nicht hinkriegst. Punkt Nummer 1, er ist definitiv schneller. Und Punkt Nummer 2, wenn du triffst, so, dann blockt er. Easy peasy, so, weißt du? Es wirkt auch ein bisschen ausgedacht, so hier, guck mal, ja, kein Ding, so du triffst mich hier gerade, aber ich block einfach. Boom, tot. So, dann kommt da so ein Griff aus dem Nix, so, der dann auch sitzt und so, ja klar. So, dann machen wir einen Griff, gut, jetzt haben wir hier mal Glück gehabt, der hat dann tatsächlich gesagt, ja, was war das denn? Wieso hat er sich denn da auf ein Bein gestellt und nichts mehr gemacht, während ich 3-4 Mal auf Treten drücke? So, nochmal der gleiche Move hier. So, ja, das war nix, das war gut, das war auch gut, okay. Der letzte Tritt hat tatsächlich mehr abgezogen, als ich gedacht hätte. Ich hätte gedacht, jetzt muss ich ihn nochmal angreifen. Hat dann doch irgendwie ganz gut funktioniert, aber man merkte richtig nach Gegner Nummer 3, dass die alle irgendwie ein bisschen schneller waren, alles nur noch geblockt haben und auch wirklich irgendwie besser wirken. So, offensichtlich haben wir dieses Hayashi-Turnier gewonnen. Gehe ich jetzt mal davon aus. Und dann sehen wir Jin. Der ja eigentlich unser Erzfeind ist, keine Ahnung. Der wird verfolgt von ein paar Soldaten, so, und da gehen wir doch rein in den Move und fighten einfach mal, helfen ihm so ein bisschen, fighten dagegen. Und er verwandelt sich anscheinend und haut einfach nur ab. Nicht mal ein Danke. Und wir freuen uns. Aber warum, keine Ahnung. Also warum waren wir vorher überhaupt Depri? Wir haben ja das Turnier theoretisch gewonnen. Auf jeden Fall hatten wir so einen komischen goldenen Pokal, oder? Das war doch Hayashi Mishima als Kopf. Na gut, wir haben es auf jeden Fall erstmal gepackt.
Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dann auch wieder mit dabei und bis dahin sag ich einfach mal ciao.